Hallo miteinander, wir sind hier unterwegs auf einer ganz speziellen Mission. Und zwar ist es so, dass leider das Jahr Swiss Cycling Nights nicht stattfinden konnte. Und darum machen wir jetzt so, dass wir die Radsportler des Jahres Awards verteilen. Dieses Jahr haben wir eine spezielle Saison gehabt. Aber ob schon wir ganz viele Ups und Downs hatten, haben wir auch ganz viele Highlights gehabt. The Swiss man is looking now to set the fastest time. Is he going to do it? Stefan Kung, almost there. He's going to run out of road. Wout van Aert's going to stay top of the leaderboard. Blasted the opposition like a hurricane. Das ist der Sieg. Marc Hirschi gewinnt. Wir sind hier im wunderschönen Berner Mittelland und sind auf der Suche nach der Swiss Cycling Awards Winnerin 2020. Mal schauen, ob wir sie finden. Sie ist da irgendwo auf einem Bauernhof. Ah, ich glaube, ich sehe sie schon. Scheiße. Hallo. Ciao, Ali. Ich habe etwas für dich. Wow. Du hast dir, glaube ich, verdient. Ein riesen Wellness-Gucci, schau mal da. Ja, das ist wirklich krass, merci vielmals. Logi hat dir noch etwas weiteres mitgebracht. Du ahnst es wahrscheinlich schon. Ei, so cool. Sie ist Cycling Awards 2020. Merci vielmals, danke alles. Merci. So cool. Du strahlst, schön dich sonst gesehen, aber ja. Du strahlst immer, gell? Ja, immer Grund. Ich mag jetzt die Strahlung auch nicht mehr. Ich kann mich für mich selber wirklich nicht beklagen. Ich weiss, dass es für viele, viele Leute auch jetzt nicht im Sport und im Sport schwierig war, aber ich konnte eigentlich wie fast können profitieren von dieser Situation. Ich konnte eigentlich noch nie in meinem Leben so gut können trainieren, auch immer Höhentraining auch noch können machen, was ist sicher nicht mehr möglich gewesen in diesem Umfang. Das Highlight ist sicher mein Vize-Weltmeisterinnen-Titel in Imola. Ja, das war wahnsinnig toll gewesen. Wie hast du erlebt? Ja, sehr emotional, weil während dem Rennen passiert ja so viel mental. Du weißt nicht was, dann kommst du ins Ziel und ich habe nicht gecheckt, dass ich zwei bin, bis ich mal glaube. Und bis es dann gesetzt ist und dann kommt die ganze Phase von Glückwünschen und wow, du bist Vize-Weltmeisterin. Ich meine, das ist so schnell ausgegangen. Ich bin jetzt Vize-Weltmeisterin, das ist für mich so... Schon ein sehr krasses Erlebnis. Du hast ja einen rechten Wandel gemacht, eben von Assistenzärztin gewechselt nachher zu Spitzensportlerin. Du bist auch sozial sehr engagiert, gell? Wie ist es jetzt für dich? Das sind Welten. Ja, nicht mal sind die Unterschiede so gross, würde ich sagen. Weil sind beide Welten sind so ein bisschen leistungsorientiert und es sind viele Leute, die grosse Ansprüche an sich selber haben und halt so Performers sind. So ein bisschen. Sowohl bei den Medizinern wie auch bei den Sportlern. Ich finde immer, da gibt es gewisse Parallelen. Einfach inhaltlich unterscheidet es sich natürlich sehr stark. Aber von der Motivation her,
bist ja jetzt nicht mehr so sozial unterwegs. Du hast vielleicht auch ein bisschen Mühe mit Flügen und dem Ganzen. Wie handelst du das? Also ich denke, natürlich, es gibt immer Phasen im Leben. Und so hart zu arbeiten und gleichzeitig aber ein höchst soziales Engagement aufrechtzuerhalten, halte ich für relativ utopisch. Das heisst nicht, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr engagieren oder das Interesse verloren haben oder so. Ich denke immer mit. Und ich denke, das ist auch genau der Punkt. Jetzt kann ich mal die Welt und die Menschheit und der Mensch noch aus einer anderen Perspektive sehen und lerne ganz viele neue Sachen. Und das werde ich in mein Geflecht von Wissen und Interesse einflechten mehr. Konkrete Ziele für 2021 hast du auch? Ja, konkret Blut geleckt. Also, die grossen Medaillen, die grossen Anlässe, Weltmeisterschaft, Olympische Spiele, das sind die Ziele, ja. Cool. Ja, dann, ich wünsche dir ganz viel Glück weiter so und vielleicht sehen wir uns ja nächstes Mal wieder. Ja. Merci, Alice. Danke. Dankeschön. Wir sind hier im schönen Appenzell. Wir sind auf dem Weg zu Michael Albasini, der der nächste Awards-Gewinner ist. Auf dem Weg dorthin will ich doch die Zeit noch nutzen, kurz ein Interview zu machen, ein paar Fragen zu stellen an Markus Pisterer, Geschäftsführer von Swiss Cycling die letzten 10 Jahre. Und er verlässt den Verband für neue Herausforderungen. Nehmen wir doch gleich das Bänkli da. Hoi Markus. Hallo Alice. Wie geht's? Danke, gut. Ja, du gehst weg von Swiss Cycling nach 10 Jahren erfolgreicher Arbeit. Nimm mir jetzt gleich Wunder, warum du nach so vielen Jahren Swiss Cycling verlässt und dich eigentlich nicht auf deinen Lorbeeren ausruhst. Ja, auf den Lorbeeren ausruhen ist glaube keine Option, egal bei was. Swiss Cycling hat sich extrem verändert in diesen, es sind ein bisschen über 10 Jahre sogar mittlerweile. Und hat ein unglaublich viel grösseres Aufgabengebiet, viel mehr Leute, die wir dürfen beschäftigen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hat es auch einen Umfang angenommen, wo halt nicht mehr zu vergleichen ist mit vor 10, 11, 12 Jahren. Du hast gesagt, der Verband hat sich recht entwickelt und verändert. Erinnerst du dich noch, was für Ziel gehabt hast, wo du gestartet hast? Ja, das weiss ich sehr, sehr gut. Das erste Ziel war, nicht Konkurs zu gehen. Wir haben dort irgendwie über 1 Million Schulden gehabt und ganz viele Leute haben gesagt, komm, meld doch einfach Konkurs an, dann ist das Thema durch, dann kannst du bei Null anfangen. Und das war eigentlich das Ziel. Also Ziel erreicht. In dieser Beziehung auf jeden Fall, ja, ich glaube schon. Und wie sieht es denn bei dir aus? Wie geht es bei dir weiter? Alles, was nachher kommt, muss ich noch schauen. Bin ich am Umschauen. Von dort her, ich kann wirklich noch nicht konkret sagen, wie es weitergeht. Hast du nicht Angst, dass es langweilig wird? Auf eine Art schon, ja. Ganz klar. Aber ich glaube, das tut auch mal gut, ein bisschen die Angst zu haben und sich grundsätzlich ein bisschen zu hinterfragen. Aber grundsätzlich, also ich bin ja zuversichtlich und so langweilig wird es mir das schon nicht. Schön. Gut, dann bedanke ich mich vielmals fürs Gespräch und auch
für deine Arbeit. Ich glaube, im Namen von allen Radsportlern in der Schweiz kann ich das so sagen. Danke vielmals, Alice. Alles Gute. Alles Gute auch dir. Wow, schöne Aussicht da. Schauen, ob wir den Eingang finden. Da innen muss er sein. Hallo. Hallo. Hoi, Alice. Alles klar? Alles klar soweit, danke. Selber. Ich habe eine Überraschung für dich. Geht gut, danke. Ja, und gerne. Zwar der Swiss Cycling Lifetime Award. Wow. Herzliche Gratulationen. Danke vielmals. Mit dazu von der HP Schmid BMW Garage ein Package. Gratuliere herzlich. Super, danke vielmals. Über ein Jahrzehnt bist du als Profisportler unterwegs gewesen, hast schon mit 18 an der Schweizer Meisterschaft gewonnen und dann immer wieder Etappen. Was sind denn deine persönlichen Highlights gewesen? Ja, ich habe eigentlich nicht ein Highlight wo jetzt gerade eins einziges ist. Für mich ist auf die ganze Karriere raus, ist eigentlich, die Rennen, die ich gewonnen habe, sind auf alle verschiedene Arten zusammengekommen. Also ich habe im Massensprint Rennen gewonnen, ich habe eine Bergankunft gewonnen, also mehr als eine sogar. Ich habe allein gewonnen, also solo oder aus einer Gruppe raus. Einmal sogar in der Abfahrt. Das war alles ein bisschen dabei gewesen. Und das ist eigentlich mein Highlight über die ganze Zeit drin. Ist es schwer für dich, die Entscheidung zu treffen, jetzt zurückzutreten? Ich glaube, wenn man 20 Jahre etwas gemacht hat oder 18 mit Herzblut und dann irgendwann muss man Schlussstrich ziehen, dann muss man sich das gut überlegen. Ich glaube, so stimmt es. Und bis jetzt habe ich noch keine Entzugserscheinungen. Man muss sehr viel widmen dem Beruf, für sehr viel Zeit. Und ich habe eine Familie, die halt auch älter wird, Kinder grösser werden, mehr Zeit beanspruchen. Und ja, irgendwann muss man dort den Zwischending finden, ja, was jetzt noch einfach, wenn man es gerne macht und wo nimmt man jetzt die Zeit eigentlich den anderen zu festen weg. Und nein, ich glaube, so ist das gut und bis jetzt gefällt es mir im Rentnerleben. Okay. Nein, Rentnerleben kann man nicht sagen, ich habe nur den Job gewechselt. Genau, es geht ja weiter im Radsport. Und du wechselst jetzt Rolle, du wirst Nazi-Trainer auf nächstes Jahr. Was hast denn du für Ziel? Ja, Ziel... Ich ja ganz neue Job an. Und da muss man zuerst mal ein bisschen arbeiten. Und ich denke dann auch ein paar Ziele ausarbeiten. Aber meine Ziele werden jetzt auch Ziele der Sportler sein. Das heisst, ja, man geht der Weltmeisterschaft zur Medaille gewinnen. Und vor allem ist es mein Ziel, dass ich die Sportler optimal unterstützen kann mit meiner Erfahrung, die ich das damalige Jahr durch. Und ja, ihnen eigentlich die bestmögliche Plattform zu bieten, dass sie ihre Resultate erreichen können. Dann schauen wir auf eine spannende kommende Saison. Und ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg in den anderen Rollen und ja, noch einen schönen, erholsamen Winter. Super, danke vielmals. Gerne. Danke für den Besuch.
Soli, wir sind hier in Fribourg angekommen. Und zwar sind wir hier für die nächste Cycling-Radsportler des Jahres 2020. Wer ist es? Der Marc Hirschin. Er ist hier für ein Fotoshooting mit seinem Team und ihn gehen wir jetzt besuchen. Hallo. Hallo zusammen. Hallo Marc. Hi, freut mich. Hat er etwas mitgebracht? Merci. Das ist ein paar Asus-Geschenkchen. Du weißt warum. Sie ist ja, Cycling-Radsportler des Jahres 2020. Gratuliere. Merci. Du bist da bis cool. Gott nach einer riesen Saison. Genau, erzähl ja. Mal, warum hast du das verdient? Ja, ich würde sagen, dass ich so ein bisschen meinen Durchbruch hatte auf internationalem Niveau, in der Elite. Ja, alles angefangen ich bei der Tour de France. Und dann ja, mein Lauf konnte weiterziehen bei den Athene-Klassiker, WM. Und schlussendlich ja, kann ich auf eine fast perfekte Saison zurückschauen. Und was meinst du, was sind deine Highlights oder das Highlight? Jetzt rein emotional, wo hast du am meisten Freude gehabt? Dann war es schon die Tour de France. Weil das war halt, mein erster Profisieg. Und auch nach zwei, drei Anläufen, wo ich knapp am Sieg vorbeigeschrammt habe, und dann im dritten Anlauf geklappt hat, ist schon der, für mich der emotional grösste Sieg. Dann hast du es nachher mal angeschaut und die so von der anderen Sicht mal gesehen? Ja, ja. Nicht so viel, aber ich habe schon mal von außen angeschaut. Ja. Mit ein bisschen Distanz. Und auch jetzt immer wieder ist halt, gerade einfach Motivation, wenn ich zurückschaue. Also jetzt auf den früheren Erfolg und so nehme ich eigentlich als Motivation und schaue immer wieder gerne zurück. Was sind deine Ziele für nächstes Jahr? Ja, grundsätzlich möchte ich einfach halt erwachsener werden, halt weiterentwickeln. Ich möchte, ja, was jetzt halt dazu kommt, ist halt irgendwie die Leaderrolle reinkommen. Irgendwo ist halt, das ist jetzt, ja, Unterschied zum nächsten Jahr, jetzt irgendwo halt nicht mehr, ja, irgendwo hat einer von den grossen Fahrern, der halt erwartet wird, dass er irgendwo eine Leaderrolle übernehmen kann und übernimmt. Und da sage ich mal, irgendwo ein Wort hat, eine Meinung hat und die ausspricht. Und ich denke, das ist so ein Punkt, wo ich mich noch weiterentwickeln muss und in die Rolle reinschlüpfen. Wie ist denn das so in einem Team? Ich komme ja nicht aus dem Rennvelosport. Es ist ja ein bisschen hierarchischer als in anderen Sportarten. Du sagst, Leader ist so das Ziel. Hast du denn jetzt gar nichts zu sagen? Oder wie ist so Kommunikation im Team? Nein. Also bei uns ist es schon so, dass, sage ich mal, Sunweb ist ein Team, das eigentlich jede die gleichen Rechte hat und auch was Material und anbelangt, wird auch gleich behandelt. Aber jetzt gerade zum Beispiel, ja, wenn du halt Helfer hast, hast halt meistens eben Helfer. Von uns ist es halt immer schwierig zu sagen, man muss auch den Leader selber zu rennen spüren und dann auch die Anweisungen können weitergeben. Und halt nicht nur das in seinem eigenen Kopf haben, sondern das auch können weitergeben, wie er sich das Rennen vorstellt und auch das halt kommunizieren können. Gut, also sehr viel Zuversicht. Ich glaube, auch Swiss Cycling und alle, die beobachten, sind sehr zuversichtlich. Alles Gute weiterhin. Merci und mal. Viel Erfolg. Merci für den Preis. Gerne. Die Preise sind übergeben. Wir haben sehr glückliche Gesichter können sehen nach einem speziellen 2020. Jetzt ist das Jahr vorbei. Wir wünschen euch alles Gute und wir freuen uns riesig auf ein super 2021 mit weiteren Highlights vom Radsport.